packen wir Stahl am besten hin. Ich hatte ja schon mehrfach angedeutet, dass hier am sinnvollsten wäre. Ja, ja, weil dann könnten wir einfach das Rohr da verlängern. Weil wir werden flüssiges Eisen brauchen, um Stahl herzustellen, zusammen mit dem Carbon. Setzen dann einfach hier noch eine Forge hin, die wir ebenfalls seitlich mit Wasser befüllen könnten. Die Frage ist dann nur, wo der Stahl hinkommt. Einfach hier auf ein Fließband, das dann auch noch daneben führt. Wir haben keine wirklichen Stahlabnehmer momentan. Also ja, es wird Stahl gebraucht, hier hinten irgendwo für die blauen Tränke. Aber ich werde kein Fließband von da nach da hinten setzen. Das kann diese eine Maschine da ruhig machen. Das ist ja nicht 100% effektiv, sondern nur 95%. Damit kann ich leben. Aber es kommen später Maschinen, die das regelmäßig brauchen. Das heißt, eventuell könnte ich den Stein hier wegmachen, weil wir brauchen ihn nur bis dahin. Ja, muss ich gucken. Erstmal sollten wir auf jeden Fall eine Forge bauen, wenn wir noch keine haben. Doch, haben wir da. Dann setzen wir die einfach mal da hin und gucken, was passiert. Ich hätte gerne Stahl. Dafür hätten wir gerne Liquid Carbonated Iron. Also es geht schon mal nicht einfach so, dass wir Eisen reinschmeißen und Carbon reinschmeißen und das Ding macht direkt Stahl. Nein, wir müssen Stahl erst irgendwo herstellen und dann gießen. Was ja eigentlich auch Sinn macht. Hm? Und das machen wir in einem Blast Furnace. Ernsthaft? Das ist riesig. Das heißt, wir müssten das hier irgendwo machen. Ach so, und das braucht dann ja auch wieder heißere Lava. Ach du gute Güte. 2000er Lava, genau. Also der Rattenschwanz sieht folgendermaßen aus. Wir bauen jetzt Liquid Handler für heiß... Oh, Angriff. Zwei Türme schießen nur. Zwei ist wenig. Erinnert mich daran, dass ich neue Türme bauen wollte. So. Also, Rattenschwanz. Wir bauen Liquid Handler, um die Lava zu erhöhen. Wir bauen vorher das Fließband hier um, dass wir hier mehr Platz haben für die nächste Lavaschicht. Weil wir müssten mindestens Platz haben bis hier. Wenn wir ein ähnliches System haben wollen wie da. Also, eigentlich brauchen wir genau das System. Wir können es einfach daneben packen. Bin mir nicht ganz sicher. Also ja, wir machen erstmal hier Platz, dann machen wir die Lava-Erhitzung, dann machen wir den Lava-Transport von da nach da, dann bauen wir den Blast-Furnace, dann kommt das flüssige Stahl, der kommt in den Tank und von dem Tank kommt es da hinten hin. Ja, okay. Das heißt, du bekommst hier schon mal dein Wasser. Sonst brauchst du ja nichts. Nö. Dann bekommst du hier ein Fließband, das da lang fließt. Miep, miep. Und schon mal so ungefähr in die Richtung geht. Ich weiß nicht, ob das endgültig da sein wird, aber es sieht schon mal schön aus. So. So, und währenddessen sollte... wo ist meine Kiste? Da unten, nee, egal. Währenddessen sollte noch ein bisschen Stahl hergestellt werden, falls ich wieder was für einen Privatgebrauch brauche. Dann, du kriegst sogar mal Kohle. Sind wir mal verschwenderisch. So, die sind am Arbeiten, gut. Untergrund, Untergrund. So, jetzt Platz machen. Da bräuchten wir am besten die schnellen Untergrundbells, weil die reichen ein bisschen weiter. Oh, machen wir maximale Reichweite, damit wir schön Platz haben. So. Kriegst auch neue Fließbänder, keine Sorge. Und nochmal das Ganze. Es fehlen jetzt schon wieder Eisen. Sollte doch meinen, dass ich langsam genug Eisen habe. Oh, das tue ich mal ganz kurz. Für die Moral und so. Ich gehe mal kurz runter und guck mal, wie voll unsere Eisenkiste ist. Wo ist die Eisenkiste? Da ist die Eisenkiste. Lass mich durch. Es tut gut.
Okay, ja, Kupfer auch noch und gib ihm. Wobei Kupfer jetzt nicht so toll aussieht hier. Oh, das ist eh alles voll verquer hier mit dem... Egal. Also wir haben wieder genug Eisen. Bau bitte 2 davon. Auch wenn die Schweine teuer sind. 20 Zahnräder. Aber gut. Genau, hier wollten wir es machen. Das heißt... Wir haben es hier gemacht. Wir haben einfach einen von da aus nach oben. Ne, 2. 2 nach oben, damit wir auch Platz haben für eine Pumpe eventuell. Dann die Fluidhändler. Also wir können das ja einfach unsere Situation hier anpassen. Doch lieber so, weil wir müssen das Ding da... jetzt wieder nach oben laufen lassen. Da lang laufen lassen. Da lang, da runter. Da hinten, oh, hoch würde ich auch noch ganz gerne. Da dann wieder hoch. Da ein Knick und so. Und dann kriegen die jeweils ein Ärmchen. Und dann haut das hin. So. Und dann kommt da oben die heiße Lava raus. Wo kommt denn die heiße Lava hin? Eigentlich wieder in einen Tank, ne? Haben wir noch einen großen Tank? Ja, der ist ein bisschen angeditscht, aber ist nicht schlimm. So, den reparieren wir auch nochmal, damit die Repair-Roboter später nicht rummocken. So. So, ne? Ja, sehr schön. Dann mach du doch bitte nochmal hier zu. Damit wir hier auch den Abtransport einigermaßen gut hinbekommen. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht so schnell irgendwas bekommen, was mehr als 2000 Grad braucht. Sonst müssten wir das ja auch noch alles umbauen. So, du stellst jetzt bitte her. 2000 Grad aus 1000... Was? Aus 1800 Grad. Ich kann das nicht lesen. Ist das 1800? Ja, ist 1800. Ach Mist. Wir brauchen noch einen Zwischenschritt. Also ja, du machst jetzt bitte 1800er. Du arbeitest gar nicht, ne? Ne, weil wir haben keinen 1800er. Okay, also mach 1800er da draus. 1800er füllt sich langsam. Ja, Steinkiste. Oh Gott. Steinkiste, du musst da weg. Es tut mir ja leid und so. Es tut mir echt leid, weil es viel Arbeit wird. Gib mir mal eine große Steinkiste. So, Stein. Oh, hier ist gut. Da sollte es eigentlich vorerst alles okay sein. Darf das beidseitig darauf kommen? Ja, das müsste beidseitig darauf kommen dürfen. Das heißt, du kriegst jetzt ein... Kannst du da reinlegen? Ja. Halbes Ähnchen da, halbes Ähnchen da. Aber wir schießen schon wieder auf irgendwelche Gegner. Ist okay. Da legen sie rein, da legen sie raus. Gut, gut, gut. Gib mir mal all deinen Stein. Tu mal all den Stein da rein. Gib mir mal all deinen Stein. Tu mal all den Stein da rein. Was? Warum? Ah, okay. Ist die Kiste gleich voll. So, weg mit dir. Stopp. Weg, weg. Weg, weg, weg. Platztechnisch haut es genau hin. Die Tanks sind immer auf der Höhe von dem Pol. Mittig. Ich bräuchte allerdings noch einen besseren Tank. Da. Was fehlt dafür wieder? Stahl. Ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Ich bräuchte noch einen Liquid-Händler. Mindestens. Da, mach mal. Selbes Spiel wieder. 2 Rohre nach oben.
dann so, dann die Liquid Handler, dann zwei Rohre. Und das geht jetzt nicht. Es muss aber gehen. Und es kommt kein Stein da an, das ist nicht gut. So. Ja, es muss immer Stein durchkommen, das ist wichtig. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Kreisverkehr fahren lassen, aber das ist egal, das sieht lustig aus. Wir brauchen Untergrundbells, da. Du gehst jetzt, nee, du gehst jetzt da runter, da wieder hoch. Gehst denn da rum. Lalala. Immer schön dran lang. So. Nee, warte. So müsste es richtig sein. Denn ist hier der Fluidhändler. Da geht's wieder unterirdisch. So, das muss alles weg. So, unterirdisch. Nee. Da ist was schief gelaufen. Hier ist ja schon der Tank. Das passt doch gar nicht. So. Genau, das passt so gar nicht. Du musst da schon unterirdisch. Es geht nicht. Es geht nicht so, nee. Was ist, wenn wir das Ganze hier machen? Ja, komm. Das geht auch nicht. Okay, abreißen, erstmal die Fluid-Händler hinsetzen und dann gucken. Nee, so rum geht das nicht. Wo sind die Dinger? Da sind die Dinger. Da und da. Da und da. Achso, jetzt geht das auf einmal. Sehr kurios. Wobei es hier hinten nicht aufgehen wird, das sehe ich jetzt schon. Da. Und hier hinten werden wir wieder unterirdisch arbeiten müssen. Du. Da unterirdisch, da hoch. Da unterirdisch. Oh, es geht. Ich mache hier mal einen langen draus. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. So, bis da. Test. Stein geht, Stein kommt. Okay. So. So, ich hoffe, da vermischt sich nichts, aber dürfte eigentlich nicht. Nö, okay. Dann nimmst du jetzt von da und du nimmst jetzt von da. Und du stellst bitte her. 2000er Lava. 2000er Lava. Müsste alles arbeiten. Wir bekommen 2000er Lava. Okay. Das ist ein Akt. So, die 2000er Lava muss jetzt nicht dahin. Die muss in einen Blast Furnace. Und zwar hier irgendwo. Bau den mal dahin. Reparier den erstmal. So. Und dann baust du bitte Stahl. So, dafür brauchst du Eisen. Den können wir theoretisch direkt hier abzwacken, oder? Machst du das? Du bekommst gar kein Eisen. Achso, weil er alles klaut, ja. Gut. Tolles Rohr. So. Ja, so geht das. Weiß jetzt nicht, ob es so sinnvoll ist, aber es geht. Also lassen wir es erstmal. Hier müssen wir jetzt wieder unterirdisch arbeiten. Du gehst nach da, du gehst nach da. Da fehlt einer davon. Du gehst hier mal so. Kommst da oben wieder raus.
machst hier einen Schlenker, gehst da ran. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Kohlenstoff. Kohlenstoff hatten wir hier bis nach da geschickt. Das muss jetzt da weiter nach oben. Okay. Runter, hoch. Nimm. Runter, hoch. Runter, hoch. Und dann hier irgendwo lang. So. Ja. Klappt alles. Irgendwie. Sollte nur ein bisschen näher dran sein. Hm? Ich weiß aber gar nicht, wie viel wir davon brauchen. Oh, warte mal. Das könnten wir ein wenig hübscher lösen. Geh mal weg da. Drehen dich einfach so. Und machen da einen Direktanschluss. Von da unten. Warum gehst du nicht? Du bist doch so ein super tolles Rohr. Achso, du bist kein super tolles Rohr. Ja, okay, das erklärt's. Klick. Klick. So, und dann kommst du nicht hier lang. Sondern du schmiegst dich erstmal an das Steinding da. So. Und gehst dann hier nach oben, richtig? Richtig. So. Zack, zack. Und gleich haben wir flüssigen Stahl. Der kommt allerdings genau da raus, wo die Ärmchen sind. Ja komm, ich denke mal, wir werden nicht so viel Carbon brauchen. Achso, das kommt noch gar nicht an, weil ich hier unten noch keine Fließbänder gesetzt habe. Okay, da. So, jetzt kommt's. Ups. Schön viel davon. Warum nimmst du dir keine Kohle? Achso, weil es erstmal rausgeschmissen werden muss alles. Ah, okay. Okay. Das kommt. Dann gucken wir mal, wie viel das Ding verbraucht. Vor allem auch flüssiges Eisen. Es wäre nämlich nicht so schön, wenn jetzt die Eisenproduktion stillstehen würde, wenn, ne? Aber das sieht nicht so sehr nach Stillstand aus hier. Du? Warum hast du kein... Oh. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Das ist richtig. Ich habe die irgendwie alle als gleichartig angesehen, aber nein, das ist eisenrein. So. So. So, so. Geht das? Ja. Und wir haben flüssiges Liquid Carbonated Iron haben wir. 40 Stück. So, das muss raus. Raus heißt hier lang. Unterirdisch dahin. Ein Platz frei und dann in den Tank. Wofür wir bestimmt keinen Stahl mehr haben. Ja, bau erstmal den. Den brauchen wir gleich als Upgrade. Aber wir sind schon ziemlich nah dran. Das ist gut. Bau einen tollen Tank. Genau für einen hat es gereicht. Du toller Tank. Hier. Setze besagten tollen Tank da mal hin. So. Und dann kriegst du hier Zugang. Und du stellst jetzt da her. Eigentlich. Ah. Was? 37,5? Achso, ja. Normalerweise braucht er ja auch 5 Eisenplatten, was 50 flüssiges Eisen wäre. Ja, ja. Ist auf jeden Fall effektiver. Ärmchen. Kommt trotzdem nicht so viel bei rum, ne? Müsste aber immer noch schneller sein als die Schmelzanlage. Ja, ich denke nicht, dass ich hier irgendwas optimieren werde. Jedenfalls nicht so lange, wenn ich irgendwo tierische Engpässe habe an Stahl. Also sobald ich anfange mit blauen Chips und roten Chips im 100er-Pack zu produzieren, dann werde ich Stahl brauchen. Auch für Roboterherstellung und dergleichen. Also für Skynet.
Aber jetzt erstmal so sollte es hinhauen. Du füllst dich fleißig, leerst dich fleißig. Wirklich einen Überschuss haben wir nicht. Woran würde es denn mangeln? Am Eisen. Oh, und? Was? Nee, nur am Eisen. Weil wir keinen Tank dazwischen haben. Es wird halt in beide Richtungen gepumpt, ne? Dahin und dahin. Okay.